Der Teamgeist ist von Ihnen angesprochen worden, Janko Neuber. Ist der ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass jetzt alle an einem Strang ziehen? Es kommt ja immer wieder in allen Sportarten. Mit Rainer Mutschler bei Ski Alpin hatten wir das vorhin auch. Teamgeist ist wichtig, dass alle zusammenhalten. Ist das einer der Schlüssel zum Erfolg der deutschen Langläufer? Bronze in der Herrenstaffel und zweimal Silber gestern im Sprint? Also das auf jeden Fall, das denke ich, ist ganz wichtig. Das ist gerade, man glaubt zwar immer, Langlauf ist ein Individualsportort, aber man kann nur diese hohen Trainingsbelastungen kann man nur im Team realisieren. Also es werden ja zwischen 10 und 12.000 Kilometer im Jahr gelaufen. Und das ist nur machbar, wenn man sich da in ein Team anschließt und dort auch abends seinen Spaß hat und gemeinsam vielleicht auch über trainingsmethodische Sachen diskutiert. So sonst, wird man sich auch nicht gegenseitig die Ski leihen, denke ich mal. Das ist richtig. Man hat ja gesehen, dass das optimal ist von der Zusammenarbeit. Auch die Wachser arbeiten wieder mit anderen, sage ich mal, Teams, Wachsteams zusammen, nordische Kombination, Skisprung, Biathlon. Und gerade diese Synthese hat dort wirklich auch zu diesem Wahnsinnsergebnis, speziell was die Ski angeht, dort beigetragen. So, ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen einen Einblick geben können. Hintergründe zum Erfolg der deutschen Langläuferinnen und Langläufer, wie man seinen Langlauf-Ski präpariert, von einem Profi, von Janko Neuber vorgeführt. Ganz kurz noch, Janko, jetzt wollen wir aber auch keinen falschen Eindruck erwecken. Es läuft nicht nur wegen der gut präparierten Ski so gut, da hat sich auch im Athletischen bei den Sportlern was getan. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch in den Strukturen einiges verändert worden. Es gibt ein sogenanntes Stützpunktsystem. Wir haben drei verschiedene Stützpunkte. In Bayern ist einer, in Oberhof, in Oberwiesenthal. Überall mit eigenen Trainer, die auch bei den Nationalmannschaftslehrgängen immer dabei sind und sich dann auch gegenseitig austauschen, was Trainingsmethodik angeht. Es wird sehr viel mehr trainiert als in den letzten Jahren. Und ich glaube, es gibt auch individuelle Sachen zwischen den Stützpunkten, was die Trainingsmethodik angeht. Aber es wird eng zusammengearbeitet und man muss sagen, es hat ja sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Und warum sollte man das anders machen?